Industrie 4.0. Zwei Zahlen erobern die Medien und die öffentliche Diskussion über Industrie und Industriepolitik. 4.0. Nach der ersten industriellen Revolution durch die Mechanisierung, der zweiten durch die Massenfertigung am Fließband und der dritten durch Elektronik und Computer, nun die vierte durch Digitalisierung und Vernetzung. Ist es wirklich eine Revolution im Sinne eines Umbruchs oder nicht vielmehr eine Vertiefung und Beschleunigung der dritten industriellen Revolution? Überlassen wir die Begriffsklärung anderen. Nutzen wir die Chancen und begrenzen wir die Risiken für die industrielle Arbeitswelt von morgen. Wir stehen heute vor großen Herausforderungen. Die Globalisierung der Märkte führt zu immer mehr Kostendruck auf unsere Produktion. Kunden wollen immer schneller neue Produkte in neuen Varianten haben. Das heißt, wir stehen vor der Herausforderung, dass in der Produktion die Stückzahlen zurückgehen, die Variation aber steigt. Das heißt, wir brauchen sehr flexible, sehr anpassungsfähige Produktionsanlagen, um trotzdem diese kleinen Stückzahlen unter den Rahmenbedingungen und Kostenbedingungen einer industriellen Massenfertigung zu produzieren. Es ist also notwendig, diese Produktion so zu gestalten, dass wir möglichst spät in der Prozesskette erst die Kundenwünsche auch realisieren und umsetzen. Dafür brauchen wir einen kurzen Prozess. Die Zeit zwischen Produktidee und Markteinführung muss verkürzt werden. Das heißt, man muss schon parallel zur Produktentwicklung auch die Produktionsanlagen entwickeln und aufbauen. Und für all diese Herausforderungen bietet die Digitalisierung hervorragende technische und organisatorische Möglichkeiten und Chancen. Produktivitätszuwächse durch optimierte, kurze Prozesse. Das ist die technische Seite der Herausforderung. Die Anpassung der Arbeitsplätze an den Menschen. Das ist die soziale Seite. Wir brauchen Menschen, die in diesem kurzen Prozess nicht mehr nur Experten sind, sondern entlang dieses Prozesses in der Lage sind, alle Prozessschritte zu beherrschen. Und wir brauchen Maschinen, die diese Menschen dabei unterstützen oder Systeme. Ich arbeite am 20-Meter-Prozess. Dieser Prozess wurde aus Kunststoffspritzmaschine und Produktionsmaschine zusammengeführt. Dadurch habe ich einen höheren Aufgabenbereich, was viel mehr Spaß macht, weil die Arbeit in sich umfangreicher ist und ich mehr Verantwortung habe als vorher. Die Veränderung versuchen wir durch einen Workshop, der mit der IG Metall zusammen stattfindet, uns überhaupt erstmal einen Überblick zu schaffen, weil unser Unternehmen sehr groß ist und dort die Unternehmensteile auch unterschiedlich stark schon weit vorangeschritten sind. Und uns ist es natürlich sehr wichtig als Betriebsrat, dass wir alle Beschäftigte mitnehmen, dass alle Kolleginnen und Kollegen für sich auch das Gefühl haben, wir haben hier die Möglichkeit, uns auch selber mit einzubringen und uns auch selber mitzugestalten. Und wir haben die Chance, hier auch unseren Arbeitsplatz durch dieses Zukunftsthema, was auf uns zukommt, auch mitzugestalten. Also zwei Aspekte zählen dazu. Einmal Qualifizierung, Weiterbildung. Die Menschen müssen mit der Digitalisierung qualifiziert werden, um darauf optimal vorbereitet zu sein, um auch den Herausforderungen entsprechen zu können. Und das Zweite ist, sie innerlich dafür zu gewinnen, die Motivation zu gewinnen, das Herz dafür zu gewinnen. Und das geht nur gemeinsam mit unserem Betriebsrat. Wir sitzen häufig zusammen und ich bin dankbar auf unseren Betriebsrat, weil er ist für mich eine Opposition in einer guten Demokratie, die Einwände gibt, Überlegungen gibt und gemeinsam können wir das optimal gestalten.